Im August 1845 kündeten 101 Böllerschüsse davon, dass Bayern einen Kronprinzen bekommen hatte. Nach dem frühen Tod seines Vaters Max II., er hatte nur 12 Jahre regiert, bestieg Ludwig mit 18 Jahren, wie ihn dieses Bild hier zeigt, den Thron. Seine Kindheit verbrachte er im Schloss Hohenschwangau. Eingebettet in die herrliche Berg- und Seenlandschaft Südbayerns steht es auf einem Hügel und überschaut das Land. Es blickt hinunter auf den Alpsee mit den Schwänen, die seine Lieblingstiere wurden, und auf die Stallungen. Das Schloss ist heute noch im Besitze der Wittelsbacher. Das Geschlecht der Wittelsbacher ist 700 Jahre alt und stellte im 13. Jahrhundert mit Ludwig IV. Und im 18. Jahrhundert mit Karl VII. Sogar zwei deutsche Kaiser. Hier hat auch der letzte Staufer, Konradin, vor Jahrhunderten von seiner Mutter Abschied genommen, um nach Italien zu ziehen und nicht mehr zurückzukommen. Hier also erlebte der empfindsame Knabe mit seinem Bruder Otto seine Kindheit. An den Wänden sah der junge Ludwig die deutschen Heldengestalten, seine Ahnen mit gezücktem Schwert. Auch er würde einst König sein. Minnesänger waren hier aus- und eingegangen. Sie alle, der Schwanenritter Lohengrin und Dietrich von Bern, sie alle waren ihm eine lebendige Welt. Und hier war es auch, wo Richard Wagner, dem jungen König, seinem großen Gönner Huldigungen darbrachte, wo das Jung-Siegfried-Motiv von Turm zu Turm schallte. Der König hatte doch Wagner, den Revolutionär und Bankrotteur, der vor seinen Gläubigern auf der Flucht war, an seinen Hof gerufen, um dem neuen deutschen Musikdrama der Einheit aus Wort und Ton zur Geltung zu verhelfen. Hohenschwangau hatte durch Ludwigs Vater das heutige Aussehen erhalten. Der junge König wollte aber nach eigenen Wünschen bauen. Über das Schloss hinweg fällt der Blick auf den Säuling. Dort sollte sein Schloss, seine Gralsburg erstehen, Neuschwanstein. Beim Bau kämpften einige hundert Arbeiter mit kaum überwindbaren Hindernissen der Natur. 7 Meter Felsgestein mussten mit Pulver und Zündschnur weichen. Wo noch vorher ein Ruinengemäuer an die alte Burg vor der Hohenschwangau erinnert hatte, reckte jetzt Neuschwanstein seine gewaltigen Mauern mit Türmen und Zinnen zum Himmel empor. ...1873 war der Torbau vollendet. Der König kümmerte sich persönlich um den Baufortschritt. Er liebte die Nacht. Es sind Dokumente erhalten, wonach er öfters um Mitternacht angeritten kam, um sich mit den Künstlern zu beraten, sie zu loben oder manches zu verwerfen. Innen ist alles vom Feinsten. Luster aus Meißner Porzellan, lauter Unikate. Die Formen wurden nach der Herstellung vernichtet. Am Boden feines Mosaik. Und dann die Säle. So schön sie auch sind, blieben sie doch unbelebt. Höchstens Wagner und einige Schauspieler waren selten genug eingeladen. Frauen spielten in Ludwigs Leben keine große Rolle. Kurzzeitig war er zwar mit Sophie Charlotte, der Schwester Kaiserin Elisabeths von Österreich, verlobt. Es kam aber zu keiner Heirat. Mit Elisabeth selbst verband ihn lebenslang eine innige Freundschaft. Ludwig mag wohl auch den Blick durch dieses Fenster geliebt haben. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass dort, wo der König seine Ruhe finden wollte,
heute Kioske stehen, Pferdekutschen fahren und die Bayern mit ihrem Kini Geschäfte machen. Das Kloster Ettal steht im Ammertal. Dazu gehörte der Linderhof, der von der Familie Linder verwaltet wurde, die ihren Namen nach einer alten Linde bekommen hatte. Hier stand einst ein Jagdhaus von Ludwigs Vater. An dieser Stelle sollte nun was Neues entstehen, Schloss Linderhof. Mit großem Einfühlungsvermögen wurde das Schloss in schöner Symmetrie in die Landschaft gebettet. Ludwig war ja in Schlössern aufgewachsen. Hier war seine Vorliebe für Prunk und Allegorie entstanden. Überhaupt lag das Bauen schon in seiner Wiege. Die Wittelsbacher waren die baulustigste Dynastie Europas. Sie baute nicht nur in Bayern. Das Königsschloss in Stockholm, das Lustschloss in Drottingsholm, das vielbesungene Heidelberger Schloss, es sind alles Werke der Wittelsbacher. Ja, Ludwig baute, obwohl Bayern nach der verlorenen Schlacht bei Königgrätz an Preußen 30 Millionen Gulden zu bezahlen hatte, obwohl er zum Bau von Wagners Festspielhaus in Bayreuth Unsummen beisteuerte. Kein Zweifel, das Kunsthandwerk blühte, das Volk aber hatte nichts davon. Von den Schlössern wurde Linderhof als einziges vollendet. Die Bauzeit betrug 10 Jahre. 1867 sah Ludwig auf der Pariser Weltausstellung einen maurischen Kiosk, den er kaufte und hier aufstellen ließ. Hier saß er im Gewande eines Scheichs und ließ sich Tee servieren. Linderhof, Neuschwanstein und Herrenchiemsee gehören jetzt dem Staat. Und für wie wahr hält man beim Anblick dieser Bilder folgenden Spruch: Unvergessen lebst du weiter in den Schlössern stolz und kühn und aus denen heut noch heiter die Finanzer Nutzen ziehen. Im gleichen Jahr, da Linderhof vollendet war, begann der Bau von Herrenchiemsee, das vom ersten Tag an ein neues Versailles werden sollte. Nur noch schöner, noch größer und noch prächtiger. Ludwig hat sich schon früh mit französischer Literatur befasst. Schon als Jüngling war er Kenner und Schwärmer des französischen Hofes geworden. Was aber hatte der Wittelsbacher mit den Bourbonen gemein? Dort Krieg, Jagd, Spiel und Frauen, hier Friedensliebe, Idealismus, Moral und Einsamkeit. Nicht vom Sonnenkönig war Ludwig fasziniert, sondern von den französischen Schlossbauten. Wie in Versailles liegt auch hier das Schloss in einem großen Park, den Blick freigebend auf den Chiemsee. Auch hier das Treppenhaus mit der großen Botschaftertreppe und den herrlichen allegorischen Darstellungen. Hätte es der König über sich gebracht, den Adel in seine Schlösser einzuladen, sie mit Tanz und Leben zu erfüllen, wer weiß, ob sich nicht doch noch ein Weg gefunden hätte, die ungeheuren Ausgaben für diese Bauten aufzubringen. So aber brannten im Spiegelsaal auf 52 Kandelabern 2500 Kerzen nur für den König allein. Seit den 70er Jahren hatte er sich immer weniger um die Regierung gekümmert. So konnte es geschehen, dass ihn die Ärzte als geisteskrank erklärten und ihn in Schloss Berg am Starnberger See internierten. Dort fand er am 13. Juni 1886 bei einem Spaziergang mit seinem Arzt Dr. Gutten gemeinsam mit ihm im Starnberger See ein bis heute ungeklärtes Ende. Er war anders als die anderen,
War das sein Fehler? Wir Nachgeborenen aber haben ihm zu danken für die vielen Kunstwerke, die ohne sein Mäzenatentum nicht geschaffen worden wären. Die Schlösser sind jedenfalls heute ein Stück bayerischer Landschaft, bayerischer Vergangenheit und bayerischen Lebens.